Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Olaf Horbeck, ich bin Tischlermeister und betreibe eine Bau- und Möbeltischlerei zusammen mit 5 Mitarbeiterinnen und dabei ist auch eine Auszubildende. Ich lebe und arbeite in Wildenau, einem beschaulichen Dorf im Vogtland. Hier bin ich aufgewachsen, habe eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, den Familienbetrieb übernommen, habe viele Jahre im Dorfverein Fußball gespielt, bin heute Sponsor und aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Bei uns gibt es neben Natur und Wohnen auch noch mittelständische Wirtschaft, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft. Vor ein paar Jahren habe ich eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Gestalter im Handwerk in Dresden absolviert. In dieser Zeit habe ich das Leben in einer großen Stadt kennengelernt, besonders die Dresdner Neustadt. Mit ihrem kreativen Potenzial, den Möglichkeiten, die sich hier bieten im Bereich Kultur und Subkultur, Begegnung, offene Gesellschaft, Vielfalt, Gastronomie, Mobilität. Ich habe hier Menschen getroffen, weltoffen, kreativ, Künstlerinnen und Künstler, hochprofessionell und dennoch bescheiden. Und ich habe Freundschaften geschlossen, die mein Leben bis heute bereichern. Das zeigte mir, wie unterschiedlich doch die Lebenswelten sind und auch die jeweilige Selbstwahrnehmung ist. Welche Bedürfnisse die Menschen in den Vordergrund stellen und wie unterschiedlich es doch um die Umsetzungsmöglichkeiten bestellt ist. Diese Unterschiede sollten wir bei unseren Botschaften an die Wählerinnen und Wähler im Blick behalten. Seit 10 Jahren bin ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, aber meine ersten politischen Aktivitäten reichen zurück in den Herbst 89, den Massenprotesten gegen das DDR-Regime, in Auerbach, in Plauen und einmal sogar in Leipzig, danach Gründung einer Bürgerinitiative in meinem Heimatort und die Organisation der ersten freien Wahlen. Erfahrungen, die mich bis heute geprägt haben, weil sie mir gezeigt haben, dass man mit Mut, Ausdauer, Wissen, Anstand und Überzeugungskraft und gemeinsam mit vielen anderen Menschen die Zukunft positiv gestalten kann. Deshalb habe ich mich auch weiter politisch engagiert. Ich war Gemeinderat, bin Kreisrat, Mitglied im Landesparteirat und engagiere mich in der LAG Tierschutz. Ich bin für eine konsequente Agrarwende und für nachhaltige Lebensmittelproduktion. Vor allem für das Ende der industriellen Massentierproduktion. Weil damit gleichzeitig mehrere Ziele erreicht werden können. Weniger Flächenverbrauch für mehr Biodiversität, bessere Haltungsbedingungen für Tiere, weniger Tiertransporte, regionale Wertschöpfung, kürzere Lieferwege, Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz, Stichwort Zoonosen, Antibiotikaresistenzen und so weiter. Und weniger Treibhausgasemissionen und damit Klimaschutz. Und Klimaschutz ist für mich auch die Energiewende im ländlichen Raum, um Wertschöpfung vor Ort zu generieren und damit auch Akzeptanz bei den Menschen zu erreichen. Ein weiterer Punkt ist für mich die stärkere Wertschätzung des Handwerks und der Kreativwirtschaft, die wichtige Beiträge zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten und für regionale Wertschöpfung sorgen. Besonders die Interessen, Werte und Fähigkeiten des Handwerks lassen sich vielfältig mit unserer grünen Agenda verbinden. Das müssen wir erkennen und zeigen. Es gibt noch viele andere mindestens genauso wichtige Themen, die alle möglichst gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Nach meiner Wahrnehmung sind wir die Einzigen, die erkannt haben, wie wichtig es ist, den absehbaren Problemen der Zukunft vorausschauend zu begegnen und schon jetzt dafür Sorge zu tragen, sie zu bewältigen. Wir Bündnisgrüne haben dafür schlüssige Konzepte, die von engagierten und kompetenten Menschen auch in unseren Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften entwickelt wurden. Wir haben ein modernes Grundsatzprogramm und bald auch ein sehr ambitioniertes Wahlprogramm. Und wir haben das mit Abstand beste Führungsteam aller Parteien in Deutschland. Und das gilt es den Menschen im Wahlkampf zu vermitteln. Dazu gehört eine offensive und breite Kommunikation und das bedeutet für mich, dass wir die Fixierung auf die eigenen Milieus überwinden müssen. Die Gesellschaft ist fragmentierter geworden. Abgrenzungen und Zuordnungen funktionieren nicht mehr wie früher. Überschneidungen werden größer. Und wir sind und werden immer mehr eine vielfältigere Gesellschaft. Und gerade hier können wir als Bündnispartei die meisten Anknüpfungspunkte herstellen.
Um progressive Politik für Ökologie, Klimaschutz und Gerechtigkeit nachhaltig zu etablieren, brauchen wir breite gesellschaftliche Akzeptanz und stabile Mehrheiten. Als selbstständiger Handwerksmeister sehe ich mich als Mittler für diese Politik im ländlichen Raum, vor allem hier in Sachsen, auch beim Handwerk und beim Mittelstand. Besonders hier werden sich neue Chancen bieten, denn Klimaschutz heißt nachhaltige Gebäudesanierung, Umstellung der Wärmeerzeugung, Ausbau der Energienetze, Umstellung von Transport, Verkehr und Mobilität und geht weiter und beginnt mit der dezentralen, CO2-neutralen Energiegewinnung bei der Wertschöpfung, bei der die Wertschöpfung auch vor Ort bleibt. Überall werden qualifizierte Fachkräfte gebraucht und das Handwerk kann mehr als aller anderen Branchen diese Fachkräfte ausbilden. Das sind alles große Aufgaben und es wird sehr viele Veränderungen, auch Verunsicherungen und auch einige Zumutungen mit sich bringen, aber die Chancen, die damit verbunden sind, werden überwiegen. Es wird eine unserer wichtigsten Aufgaben sein, dafür Vertrauen bei den Menschen zu erreichen. Vertrauen in uns und unsere bündnisgrüne Politik. Und auch wieder mehr Vertrauen in den Staat. Den Menschen zu zeigen, dass wir die Kompetenz haben, den Staat so zu organisieren, dass er den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird und gleichzeitig die sozialen und ethischen Aspekte sowie die globalen Grenzen im Blick hat. Wenn wir diese Chancen richtig nutzen, dann können wir eine sichere und positive Perspektive für Deutschland schaffen und damit auch dazu beitragen, die notwendigen Veränderungen in Europa und weltweit zu unterstützen. Deshalb bewerbe ich mich für unsere Landesliste zur Bundestagswahl, um meinen Beitrag für unsere Partei im Bundestag zu leisten. Vielen Dank.